Etwas ganz Spezielles an Jerusalem ist die Vielfalt auf jeden Fall. Also alt trifft auf neu mit der Altstadt, den verwinkelten Gassen, den farbigen Basaren und dem neuen Teil der Stadt mit dem Kaffee, so man kann shoppen. Spannend ist sicher die drei Religionen, die so näher aufeinander leben. Also das merkt man vor allem in der Altstadt. Man läuft durch die engen Gassen und sich sieht man Kirche, dann läuft man weiter. Plötzlich sind die Frauen ganz vermummt mit Kopftüchern. Dann kommt man in ein jüdisches Viertel und man merkt wirklich die Akzeptanz von diesen drei Religionen, die aufeinander trifft. Und es hat so viel Liebe in der Luft, man fühlt sich einfach wohl dort. Was man sicher mal gesehen haben in Jerusalem ist die Westernwall, die heilige Mauer vom Judentum. Kann man anschauen und wenn man auf die grosse Mauer zuläuft, ist es wirklich sehr ein eindrückliches Gefühl. An einem Reisenden, der das erste Mal auf Jerusalem geht, empfehle ich eigentlich nicht zu gross planen, sondern einfach zu gehen und die Stadt auf sich wirken lassen. Auch wenn man die Altstadt geht, anschauen mit den verwinkelten Gassen, dass man da einfach geht und sich in diesen Gassen verliert. Weil jede Ecke hat etwas Neues, bietet etwas Wundervolles, was sich lohnt zu entdecken. Wo auch vielleicht nicht jedem Reiseführer steht, wo man einfach wirklich loslaufen und sich überraschen lassen. Was sich auch unbedingt empfiehlt zu machen, ganz am Anfang von der Altstadt, hat es ein Touristencenter, da kann man einen Eintritt lösen auf die Mauer. Dann kann man einmal um die Stadt eigentlich durchlaufen und dann bekommt man einen Blick hinter die Kulissen. Also man läuft an Schulen vorbei, man sieht, wie die Einheimischen leben. Man hat einen sehr schönen Blick auf die berühmte Moschee mit dem goldenen Dach, das ein Wahrzeichen ist von Jerusalem. Dort einfach mal eine Runde laufen, bei Sonnenuntergang picknicken. Das ist auch ein sehr spezielles Erlebnis, das ich jedem empfehle.